Hallo Dri und willkommen zurück hier bei Minecraft. Es ist Nacht. Na, ups, falsche Taste. Ich war mit meinen Fingern einen Tastenblock zu weit entfernt. Nach rechts verrutscht. Von daher wollte ich nach vorne drücken, aber ein E kam bei heraus. Tja, habt ihr schon mal versucht nach vorne zu gehen? Und dann stand vor euch ein E. Oder ein Inventar meinetwegen. Es war schon ein bisschen, ich glaube, im echten Leben sollte einem das nicht passieren. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben die Monsterfalle ein bisschen optimiert, die jetzt auch einigermaßen gut funktioniert. Die bringt jetzt ordentlich Erfahrung. Gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, von wegen, was ihr mir geschrieben habt, dass ich doch die Glasscheiben gegen ganze Glasblöcke austauschen sollte, damit die Monster da nicht auf diesem kleinen Halbblock-Vorsprung stehen können. Das werde ich auch nochmal eben machen. Ansonsten möchte ich die Monsterfalle an sich erstmal dann so lassen, wie sie ist. Bis auf, na gut, eine Kleinigkeit noch, was auch geschrieben wurde oder was als Tipp kam, dass ich dann doch nochmal so ein Blöckchen hier mitnehme und gucke, dass die XP dann nicht in die Lava fällt. Und ich sollte die Lava auch, oder das TNT nicht immer über die Lava halten. Na, also daher vielen Dank für die ganzen Tipps. Ist ja hier quasi eine Gemeinschaftsproduktion so halbwegs. Weil so mit den ganzen Krams habe ich mich auch noch nicht beschäftigt, dass ich viel getestet habe vorher. Von daher bin ich ganz froh, dass da immer so ein paar nützliche Tipps bei rumkommen. Aber deswegen frage ich auch immer so fleißig. So. Da gehen wir noch eben schnell runter. Das Pferd steht da immer noch. Warum auch immer. Es hat da einfach Spaß dran wahrscheinlich. Die Musik ist noch zu laut. Moment. So. Schon besser. Eine Sache noch umstellen. Ich muss mal eben gucken, ob ich alles richtig habe hier. Nein, ist es nicht. Sauerei. So. Die ganzen Audio-Presets, die ich hier habe für die ganzen verschiedenen Kanäle und Sachen, dass wenn man mit anderen Leuten gemeinsam aufnimmt, dass dann was anders eingestellt ist, als wenn man alleine aufnimmt und solche Sachen, damit ich alles schön getrennt regeln kann und so. Tja, und wenn man dann halt mal vergisst, das umzustellen, dann klingt es komisch auf einmal. So, habe ich ein Feuerzeug dabei? Ich habe natürlich keines. Habe ich hier eins? Da, genau. Das heißt, ich werde das dann nicht lagern. Was ich direkt machen werde, ist, was ich auch machen wollte. Und zwar, wir können ja mal gucken, ob da überhaupt Leute da oben hängen. Hier steht einer drauf. Das ist schon mal, genau, dass das hier so ist, dass die nicht, die Erfahrung von da hinten nicht da vorne hindurchfallen kann. An sich wäre irgendeine andere Version noch angenehm, dass man irgendwie das TNT komplett unter den anderen vielleicht haben könnte. Solche Sachen. Müsste man gucken, wie man das macht. Ob der Abstand dann noch reicht, um die da ordentlich wegzuhauen. Eigentlich theoretisch schon. Ich weiß nur noch immer nicht, warum die da stellenweise, warum da nur ein Teil der Monster immer beseitigt werden. Und ja, hier oben stehen die rum. Von daher muss auch hier das dann anders gemacht werden. Kann ich das mit dem Schwert kaputt machen? Flop. Tschüss. Tschüss. Da konnte ich durchhauen. Crazy. So. Kinders, mal bitte aus dem Weg gehen. Der Opa will hier bauen. Hallo. Lass dich hauen. Ich will bauen. So. Ist eigentlich vollkommen egal, womit man das macht, ne? Geht, glaube ich, gibt keine schnellste Version. So, ganze Blöcke. Aus Überzeugung der ganzheitlichen Bebauung. So. Sieht zwar, na gut, es sieht recht ähnlich aus. Ich meine, wie oft gucken wir auch drauf dann, ne? Hauptsache es funktioniert. Könnte man auch nach oben noch mit Glas abschließen, aber warum sollte man? Reicht so, ja auch. Dann sprengen wir die Leute mal eben weg hier. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass der in der Gegend steht hier. Wie kommt der überhaupt hier rein jetzt? Ist der von oben da reingefallen? Wir müssen das komplett oben mit Glas verbauen, glaube ich. Wenn ich das jetzt sprenge, ne, dann hat der auch eine Aggro auf mich, oder? Kann ich den erstmal wegschieben, bitte? Der kann auch vielleicht von alleine gehen. Der kann auch einfach wegfahren. Ey! Sau, du! Und nicht nur, weil er ein Schwein ist, sondern rein aus tierischer Sicht. So, und Konfetti. Ah. Tja, alle zerlegt es hier nun wirklich nicht. Und so viel Erfahrung. Kam da überhaupt was bei raus hier? Das darf auf jeden Fall nicht so zu sein. Sondern die Erfahrung müsste man dann hier auch noch rauslutschen können, eventuell. Hier auch. Dass man hier auch dann halbe solche Slaps macht. Dass das alles noch funktioniert. So, Monster, geh weg. Hallo. So. Dass man von überall eigentlich Zugang hat. Wegen Erfahrungsgewinn. Tja, dass sie da reinfallen, ich meine, eigentlich
sobald man da in der Nähe ist, hat man ja eigentlich den Vorteil, dass die Erfahrung zu einem selber angeflogen kommt. Aber vielleicht hilft es nicht immer, ich weiß es nicht. So. Und ich weiß auch noch nicht, genau, das funktioniert. Aber warum geht der immer nur ein Teil flöten? Ist doch eigentlich ein bisschen anstrengend. So, das geht sogar hier oben durch. Oder war das eine Täuschung gerade mal? So, jetzt könnte ich hier hingehen. Und da kommt nichts mehr raus. Das ist schön. Da ist es. Tja, da muss ich nochmal gucken, wie man das da macht. Ich kloppe hier erstmal das alles weg hier. Haben wir zwar erst so schön hier hingesetzt, aber, ja. Wenn das andere sinnvoll ist, was ja auch durchaus nachvollziehbar ist, dann mache ich das doch lieber. Optimal ist das hier alles noch nicht. Wahrscheinlich, wie würde man das machen? Diese lange Form, dass überhaupt dieser Schacht so lang ist, weiß ich auch nicht, ob das so wirklich sinnvoll ist. Wir können ja außen hier die Glasscheiben lassen, dann sieht das zwar komisch aus, aber immerhin, dann sieht es komisch aus. Ne? Es ist ja auch mal ein Gewinn manchmal. Ach guck mal, das reicht sogar direkt hier hin. Ich habe auch jetzt keine Lust, das noch alles komplett anders zu machen. Von daher, es ist ein Projekt, es ist eine Art Selbstfindungsprojekt, also in dem man alles selbst findet, was man hier macht. Und deswegen bin ich mal gespannt. Bisher funktioniert alles ziemlich gut. Also, na gut, ich habe nicht alles selbst herausgefunden, wie zum Beispiel das mit dem Dynamit habt ihr mir auch als Tipp geschrieben. Von daher, ist das so eine halbe Geschichte hier, ne? Einmal halb und halb, wie man das vom Gehackten kennt. Dann seid ihr das Rind, ich bin das Schwein. So. Um es mal so poetisch auszudrücken. Und falls ihr Vegetarier seid, dann, denkt euch Gemüse aus, was hier passt. Gibt's Hackgemüse? Halb, halb? Halb Sellerie, halb Tofu, keine Ahnung. Weil Tofu, ja gut, Tofu ist eigentlich Gemüse, doch. Ist halt so eine verarbeitete Form. Wir haben genug von den Teilen. Sieht sogar gar nicht so schlecht aus, wenn das an der Seite trotzdem noch die Scheiben sind. Von innen ist es eigentlich vollkommen egal. Die haben jetzt keine Auswirkung mehr da. Sieht ja nicht ganz so langweilig aus, ne? Ist schon ganz okay. Und darunter? Ja, keine Ahnung. Man sieht das da zwar, aber es kann ja ruhig, wenn man da das schon Lava sieht, kann man gerne auch rote Netersteingeschichten sehen hier. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ich hau mal das Glas hier in die Endertrohe. So. Also wenn hier immer welche überleben, ja, entweder man haut da noch einen zweiten TNT-Block hinterher und man lässt da einfach immer welche überleben oder man macht hier noch was anderes, dass man da selber reinhauen kann. Aber ich wollte das in erster Linie deswegen mit dem TNT haben, damit ich, falls sowas ist wie letztens, wenn man da irgendwie ein paar Stunden nicht in der Falle war und da irgendwie hunderte Monster sind, dass man dann ein bisschen einfacher die wieder aufräumen kann, als wenn man da mit der Hand drauf kloppen müsste, wo man dann 10 Minuten braucht oder 5 Minuten meinetwegen. Es reicht ja schon, wenn das 5 Minuten sind. Es ist halt eine Aufgabe, die nicht unbedingt sein muss und was man sich durch nette kleine Spielereien auch sparen kann. So. Ja, was muss ich noch gegen die Schaufel tun? Hier ist die ist mir zu effizient. So. Lassen wir es so. Gut, haben wir die Falle. Ich würde tatsächlich im Dschungel noch ein bisschen weiterbauen wollen, dass wir da noch ein bisschen was hingebacken kriegen. Bei dem Dschungelhaus. Dass wir da zumindest das Dach drauf gezimmert kriegen. Weil das ja noch nicht fertig ist. Und schauen wir mal. Den ganzen Quatsch hier rein. So. Ach, der ist ja noch gar nicht drin. Wie, kein Birkensetzling drin? Das ist ja schlimm. Da bräuchte ich dann wieder wahrscheinlich, was brauche ich denn da? Was habe ich da für Holz gebraucht? War das Fichtenholz? Nee, Schwarzeichenholz war das hoffentlich nicht. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer mehr. War das hier drin? Da so, hier so. Im Prinzip, nein. Schmeiß weg den Quatsch. Ich gehe da mal hin, ich guck mal, wobei ich nehme mal, was haben wir denn hier für Holz? Ich glaube, das war wirklich Fichtenholz hier, ne? Das haben wir hier benutzt. Ne, das Fichtenholz. Schwarzeichenholz. Hammer. Ich nehme es mal mit. Tropenholz ist noch was anderes. Ich hau nochmal hier ein bisschen das Zeug mit. Und schauen wir dann vor Ort, was da passt.
Hätte direkt auch noch Birkenholz mitnehmen sollen. Wir haben noch Birkenholz. Dass wir da noch mehr machen können. Von innen auch so ein bisschen Einrichtung. Und irgendwie, gut, zu Fuß ist der Weg jetzt nicht zu lang, das geht schon. Ich wollte gerade sagen, eine Bahn hier hinlegen wäre auch ein bisschen übertrieben. Eine Pferderennstrecke vielleicht, dass man da ein bisschen schneller vorankommt. Aber ich denke mal, selbst mit Pferden könnte man hier rüber latschen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir benutzen die nur zu selten. Wahrscheinlich, weil die nicht im Vorgarten angebunden werden oder man immer eine Leine braucht. So, das sieht doch schick aus. Ich finde das super so. Ich finde das nett. Hier drin ist halt, ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Aber ansonsten von der Art her ist es eigentlich schon ganz angenehm. Finde ich auch jetzt, nachdem ich da wieder ein paar Tage nicht war und hier wieder reingehe, finde ich es doch angenehm, muss ich sagen. Schöne Sache. Könnte schlimmer sein. Auch hier diese ganze Ausbaugeschichte ist schon in Ordnung. Huch, hier ist natürlich noch nichts, aber sieht auch nett aus. Ja, und hier müsste man noch irgendwo eine Plattform oben über die ganzen Bäume machen, dass man irgendwo sich mal oben drauf wirklich was setzt. Könnte man vielleicht tatsächlich das sagen, hier, komm, wir machen da mal eine Leiter dran hoch oder hier an der Seite noch meinetwegen, weil der höher ist. Dass man hier eine Leiter hoch macht und nach da oben geht. Man kann auch an den Lianen hoch, aber das will ich eigentlich gar nicht so. Und hier drin irgendwie noch unten, dass man, wenn er ins Bett will, wo das Bett ist, hier oben, ne? Dann kann man hier auch so hin. Also, dass wir dann nochmal ein bisschen Aussicht haben, da oben rüber, über diese ganze Gegend hier. Das wäre dann noch ganz nett, ne? Der sieht schon recht hoch aus. Ist das sogar der höchste Baum hier in der Gegend? Fast, ne? Die sind ja alle recht ähnlich hoch. Da hinten, der ist noch krass. Der ist hoch. Aber der ist so weit weg. Aber der ist, glaube ich, auch auf so einem... Der ist auch auf dem Felsvorsprung da. Von daher zählt das eigentlich nicht. Das zählt nicht, der ist voll gemein. Der hat geschummelt, dass der da oben ist. Voll fies, der Kerl. Oder die Kerle, je nachdem. Heißt eigentlich der Baum, aber die Bäumen. Kennt man ja, ne? Die Pferde, die bäumen sich auf. So, wie mache ich das? Ich mache das recht ähnlich hier, ne? Ich denke mal, das hat sich bewährt hier. Das heißt, so hier, wobei das war, ne, es war dann ja wieder hier, mit der unschönen Stelle von dem, von der Erde hier unten drunter. Wobei hier ist das, hoch, ne, wobei hier würde ich das einen höher vielleicht noch sogar machen. Ja, machen wir es höher, dass das so ein Ticken erhabener aussieht. Bräuchte ich jetzt aber wirklich Birkenholz, dass man hier auch noch so einen Ring drumherum macht. So, der kann sogar hier oben rüber. Vorbei ist es komplett geschlossen hier. Soll ich das trotzdem machen? Soll es hier geschlossen sein? Nee, ich mach das mal so zurück. Sieht zwar ein bisschen komisch aus an der Stelle hier. Weil wir können das hier vorne auch anders machen, meinetwegen. So, dass da... Weil hier sind ja keine hohen Fenster, oder zumindest nicht so direkt. Dass man das hier so... nein. So macht... An der Ecke könnte man vielleicht, dass man da wirklich auch noch einen Stamm draus macht, sowas. Wäre wahrscheinlich sinnvoller. Au, nicht runterfallen. Schwerkraft. Du bist fies. Habe ich denn noch die normalen da? Eichenholz. Ein bisschen Eichenholz daran. Huch. Schöne Birkenholz. Voll gemein. So, kann ich hier vorne auch noch so machen? Da vorne müsste das dann auch noch sein, aber ist jetzt gerade mal zu weit weg. So. Verbraten wir das Zeug auch noch. Wunderbärchen. Ach, ist das schön. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir dann die Basis hier, ob wir da überhaupt öfter mal dran auftauchen werden. Man könnte sich halt irgendwas überlegen, was man hier dann machen könnte, was man da zu machen hat. Ich meine, letztendlich gab es das bei anderen Stellen ja auch nicht wirklich, dass es da viel zu machen gibt, sondern einfach nur Bauen des Bauens wegen. Und nicht, wenn man hier wahnsinnig viele Geschichten nachverfolgen würde, irgendwelche schönen Gegenden bauen, um da irgendwelche Szenarien quasi reinzulegen, sondern einfach ein bisschen was bauen, dass man hier ein bisschen was zu machen hat. Und solche Sachen. Von daher, ich habe keine Ahnung, wie das alles sich entwickeln wird hier noch. Ich weiß auch nicht, wie lange sich das noch alles hier entwickeln wird. Zwischendurch überlegt man dann ja schon mal, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich, ne? Wie läuft es hier weiter? Ist es überhaupt noch interessant, was man hier macht? Ist es eigentlich vollkommen egal, was man hier macht? Hauptsache, man macht irgendwie was. Und sind halt schon so ein paar Überlegungen. Ich bin eigentlich auch mal interessiert daran, dass man tatsächlich irgendwie
solche kompletten Modpacks mal sich anschaut, irgendwas Feed the Beast oder keine Ahnung, irgendwas in der Art, gibt ja doch sehr viele verschiedene Sachen mittlerweile, sehr viele verschiedene Packs, die das Ganze hier ein bisschen interessanter machen oder mehr Variationen da reinbringen. Ich habe mich da halt nie wirklich mit beschäftigt. Und ich sag mal, fürs normale Bauen, fürs normale hier, ich packe da mal irgendein Gebäude hinbauen, braucht man die eigentlich auch nicht. Aber es wäre halt auch mal nett, wenn man da so ein bisschen noch andere Action mit drin hat. Hab dort auch da einige Sachen zwischendurch mal angeschaut oder ich kriege das so halbwegs mit, was es alles noch gibt, wenn andere Leute das hier anschauen. Ja, keine Ahnung. Muss ich mich echt mal ein bisschen umschauen, was da noch alles spannend wäre. Vielleicht mal als Spontan-Rahmenfolgende irgendwo reinschnuppern und sowas in der Art. Dass man hier ein bisschen Abwechslung reinkriegt. Und ein bisschen den Horizont nochmal öffnet, damit man quasi nochmal einen neuen Schwung hier in Minecraft kriegt und solche Sachen. Oder ob man irgendwelche Minigames mal macht oder was weiß ich was. Das wäre alles nochmal ganz spannend. Zumindest für mich mal persönlich, da mich ein bisschen umzuschauen, um ein bisschen mehr Ahnung zu haben. Ob da dann immer irgendwas draus wird, ob man da irgendwas aufnimmt oder was weiß ich was macht, bleibt dann auch immer noch die Frage. Das kann man ja nie so ganz vorhersagen. Hauptsache, es macht Spaß. Was aber nicht heißen soll, dass das jetzt das Todesurteil ist hier für das normale Vanilla-Let's Play. Das ist, wird nicht so schnell der Fall sein, denke ich mal. Oder wird zumindest nicht so in dieser Form der Fall sein, dass plötzlich was Neues kommt und dann ist das Alte komplett uninteressant. Da gehe ich nicht von aus. So, aber keine Ahnung, ob das hier noch 1000 Folgen werden oder was weiß ich, wie viele. Ich meine, 1000, es wäre natürlich ein schönes Ziel, ne? Aber das wären noch, wir sind jetzt bei 815 oder was ist das hier? 16, 15, irgend sowas? Das wäre noch ein ganzes Stück. Ich habe keine Ahnung, ob das noch dazu kommen wird oder wie das dazu kommen wird. Und im Prinzip, das Dach hier, das ist auch jetzt nicht so geil, ne? Oder ich weiß nicht, sollte ich das ganz durchziehen hier? Man kann es ja ein bisschen variieren. Wobei, kann man das variieren? Kann man das, hallo? Doch, kann man bestimmt. So. Das haben ja auch viele schon mit ihren Let's Plays aufgehört, was diese klassische Form angeht. Und letztendlich, wir betreiben die Welt. Wann haben wir damit angefangen? Oder wann habe ich damit angefangen? Es ist schon 2,5 Jahre, glaube ich, fast her. Oder es ist, nee, ist über 2,5 Jahre her, oder? Damals war ich mir ja noch nicht mal sicher, ob ich überhaupt sowas machen will. Oder einfach nur mal ausprobiert dann. Tja, und plötzlich hat man über 800 Folgen.